Und ich möchte mit euch mal detailliert über meine Rituale und meine Routinen reden. Aber bevor wir damit starten, würde ich mich freuen, wenn ihr mich abonnieren würdet, weil dann würdet ihr auch keine Videos von mir verpassen. Und genau, dann könntet ihr auch noch die Glocke aktivieren, damit ihr auch immer benachrichtigt werdet, dass ein Video hochgeladen worden ist, damit ihr eben auch nichts überseht. Sollte euch das Video am Ende gefallen haben, dürft ihr natürlich auch einen Daumen hoch geben. Ist natürlich kein Muss, ihr könnt auch einen Daumen runter geben. Aber ich würde mich freuen, also auf jeden Fall eine Bewertung zu sehen, unabhängig davon, ob es jetzt ein Like oder ein Dislike ist. Genau, dann fangen wir mal an mit Routinen. Ich habe zwei Routinen eingebaut in meinem Leben. Und zwar das Gehen. Also ich gehe jetzt regelmäßig raus. Ich gehe mindestens 2 Kilometer hin und zurück. Beim ersten Mal, das ist morgens. Ich gucke mal kurz, wie viele Schritte ich gesamt gemacht habe. 8.117. Insgesamt 6 Kilometer. Man muss bedenken, dass auch die Schritte hier in der Wohnung gezählt werden. Deswegen, das hat jetzt, also 8.000 Schritte sind jetzt nicht unbedingt genau, ja, also die Schritte, die ich mache, indem ich rausgehe. Genau, das wäre dann die eine Routine. Dann habe ich noch eine andere Routine, die mir eigentlich auch ziemlich weiterhilft, weil ich bin ein gläubiger Muslim. Alhamdulillah. Ich bete 5-mal am Tag. Ich versuche es auch einzuhalten. Es gibt natürlich auch Tage, wo ich keine Kraft habe oder keine Energie oder keinen Antrieb. Da kann ich dann natürlich selbstverständlich, kann es halt passieren, dass ich mal ein paar Gebete auslasse, aber in der Regel halte ich das ein. Also ich mache mir das zur Pflicht, dass ich die Gebete auch immer wieder verrichte. Und ja, also das ist dann halt zum einen mein zweites Ritual, meine zweite Routine. Ich gehe generell mindestens, also ich gehe immer ab 22:15 Uhr, da beginnt auch die Schlafenszeit, da gehe ich auch immer schlafen. Ich wache zwar in der Nacht immer wieder auf, das ist störend, muss ich sagen. Aber ich mache es mir zum Ziel, dass ich, bevor die Schule beginnt, ich mache mein Abitur nach, dass ich immer bis 8 Uhr mindestens geschlafen habe. Und immer vor dem Schlafengehen und nach dem Aufwachen die Zähne putzen tue. Genau, dann habe ich halt noch einen bestimmten Ritual. Und zwar, also jetzt gerade zum Glück ist hier nichts. Aber ich habe die Neigung, Flaschen nur zur Hälfte auszutrinken. Das habe ich mal in einem Video von mir erwähnt, als ich in der Türkei war. Die Flaschen, ich weiß nicht warum. Also ich lasse sie dann halt immer stehen. Also ich trinke dann die nicht mehr weiter. Und öffne stattdessen eine neue und trinke dann halt von der. Und wenn die wieder zur Hälfte leer ist, kommt auch die nächste Flasche dran und die steht dann darin. Dann gehört es auch zu meinem Ritual, dass wenn ich rausgehe zum Spazieren, ich immer die Kopfhörer und die Brille mitnehme, das Parfüm auftrage und selbstverständlich auch das Deo, damit ich halt auch gut rieche. Genau, das mache ich dann immer wieder, wenn ich unterwegs bin. Weil ich halt mir das zur Angewohnheit gemacht habe, damit ich halt ja nicht in Reizüberflutungen, Schrägstrich Reizüberlastungen komme. Weil ja, es ist halt selber überfordernd und anstrengend und es macht mich fertig, wenn ich in so einer Reizüberflutung bin. Weil es danach meistens immer zum Meltdown kommt oder zum Shutdown. Und um das zu verhindern, habe ich halt die Kopfhörer und die Brille. Die zeige ich euch jetzt mal kurz. Das sind geräuschunterdrückende Kopfhörer und eine Brille, die zur Sonnenbrille werden kann bei Sonneneinstrahlung. Genau, das sind die beiden Mittel, die ich immer nutze.
Übrigens, was ich vergessen habe zu erwähnen, das Ritual, was ich mit den Flaschen habe, das ist nicht nur bei den Flaschen so, das ist bei allen möglichen Dingen so. Also zum Beispiel bei den Zigaretten. Ich rauche bis zu einer bestimmten Zahl. Also ich zähle nicht. Sobald ich sehe, dass die Packung fast leer ist, tue ich sie beiseite und öffne eine neue. Ich weiß nicht, warum ich das mache. Es ist dysfunktional, das ist mir bewusst. Aber ich mache es halt dennoch. Genau. Ja, das wäre es eigentlich gewesen, meine Freunde. Ihr dürft selbstverständlich das Video liken, wenn ihr das informativ und unterhaltsam fandet. Ihr könnt gerne auch ein Dislike geben. Ich habe kein Problem damit, wie gesagt. Vergesst bloß nicht, mich zu abonnieren, weil das ist mir verdammt wichtig. Ich will an Reichweite und Größe gewinnen. Und das passiert halt nur, wenn ihr mich abonniert habt und die Glocke aktiviert habt. Wenn möglich, könnt ihr auch die Videos, die ich mache bezüglich Autismus, auch euren Freunden teilen, die ihr eventuell auch eine Verdachtsdiagnose erhalten haben und ähnliche Verhaltensweisen aufweisen wie ich. Das würde, denke ich mal, auch denen weiterhelfen. Und ich biete jede Hilfe an, die ich anbieten kann. Genau. Ich verabschiede mich dann jetzt diesmal und wünsche euch einen schönen Abend. Wir haben 18.55 Uhr. Macht es euch gemütlich und ja, genießt das schöne Wetter. Also heute war wieder ein schöner Tag. Das habe ich auch bemerkt, indem ich draußen war. Und ja, bis zum nächsten Vlog. Adios.